Literatur bei besonderem Ambiente, internationale Buchpreisverleihung in der BMW-Welt. Alle Jahre wieder, der BMW-Kunst-Adventskalender öffnet Türchen für den guten Zweck. Und Mission Impossible, glanzvolle Europapremiere in München. Und damit herzlich willkommen bei BMW TV Kompakt, Ihrem aktuellen Magazin rund um BMW. Seit nunmehr 10 Jahren wird jedes Jahr im November der Corinne-Buchpreis verliehen. Nationale und internationale Autoren erhalten die renommierte Auszeichnung für herausragende schriftstellerische Leistungen. Der Schauplatz der Preisverleihung in diesem Jahr war ebenso besonders wie spektakulär. Die BMW-Welt in München. Zum ersten Mal war BMW Gastgeber dieser hochkarätigen Veranstaltung. Vertreter aus Film, Fernsehen, Wirtschaft und natürlich Literatur waren geladen und nahmen die Einladung in das futuristische Ambiente der BMW-Welt gerne an. Das Ambiente zeigt einfach hier, dass Technik und Kultur untrennbar miteinander verbunden sind. Und die Breite, die wir in unserem Produktportfolio haben, die wir in unserem Unternehmen haben, zeigt sich ja auch in einer Breite der Kunst und Kultur. Und dazu gehört auch Literatur. Durch den Abend im Zeichen der Literatur führte Katrin Bauerfeind. Gewohnt charmant moderierte sie die Vergabe der Preise in den insgesamt 8 Kategorien. Die Corinne in der Kategorie Wirtschaft für ihr Gemeinschaftswerk »Wie eine Volkswirtschaft wächst und warum sie abstürzt« nahm Andrew J. Schiff für sich und stellvertretend für seinen Bruder entgegen. Den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhielt die 1936 in Wien geborene österreichische Jugendbuchautorin Christine Nöstlinger. Lang anhaltender Applaus für sie und die anderen Preisträger am Ende eines rundum gelungenen Abends in der BMW-Welt in München. Und natürlich auch von dieser Stelle ganz herzliche Glückwünsche an alle Preisträger. Bei uns geht's weiter mit unserem BMW TV Kompakt Newsflash. Der neue BMW 1er wurde mit der Auto Trophy 2011 prämiert. Die Leser des Fachmagazins Autozeitung wählten ihn zum klaren Sieger der Kompaktklasse und bescherten dem neuen BMW 1er nach dem Gewinn des goldenen Lenkrads bereits den 2. renommierten Preis. Auch im Bereich Sicherheit wurde dem neuen BMW 1er eine Vorbildfunktion attestiert. Im Euro NCAP Crash Test erzielte das Kompaktmodell die Höchstwertung von 5 Sternen. Als erste Produktangebote im Bereich Urban Mobility hat BMW Motorrad 2 Premium-Fahrzeuge im Maxi-Scooter-Segment präsentiert. Der BMW C600 Sport und der BMW C650 GT wurden auf der Motorradmesse EICMA in Mailand erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 2 Designpreise konnte er in diesem Jahr bereits gewinnen. Nun ist der BMW 5er Touring auch Träger des renommierten Designpreis Deutschland 2012 in Silber. Mit der Preisvergabe zeichnet die Jury Designleistungen aus, die sowohl innovative als auch international wirksame Gestaltungstrends setzen. Die Leser der Fachzeitschrift Autobild Sportscars haben den neuen BMW M5 bei der Abstimmung über die Sportscars des Jahres 2011 auf Rang 1 in der Kategorie der besonders sportlichen Limousinen gewählt. Die neue Generation des Hochleistungssportwagens auf Basis der BMW 5er Reihe setzte sich damit auf Anhieb gegen hochkarätige Wettbewerber in dieser Wertungsklasse durch. Der Adventskalender verkürzt mit kleinen Überraschungen traditionell die Zeit bis Weihnachten. Eine besonders schöne, originelle und auch karitative Variante ist der BMW Kunst-Adventskalender. Zum 4. Mal öffnet er in diesem Jahr seine Türen und dahinter verbirgt sich keine Schokolade, sondern Werke zeitgenössischer Künstler. Die feierliche Auftaktveranstaltung fand in diesem Jahr bei BMW Kurfürstendamm in Berlin statt. Hinter diesen Türchen verstecken sich Werke von 24 Künstlern. Für sie ist der BMW Kunst-Adventskalender eine ungewöhnliche Art, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Kunstwerke sind zeitgleich an den Fassaden von BMW Lenbachplatz in München, vom Weltstadthaus in Köln und von BMW Kurfürstendamm in Berlin zu sehen. Es sind 24 Künstler, die wir haben, es sind 26 Sponsoren, die wir haben und 24 Paten, denen ich allen an dieser Stelle hier auch mal danken möchte.
Zur Auftaktveranstaltung in Berlin enthüllten Carsten Engel, Schauspieler Miroslav Nemetz und der Künstler Andreas Kuhnlein das Werk Betrachtung. In der Vergangenheit war es so, dass ziemlich viele Firmen das Engagement, was Kunst und Kultur anbelangt, eingestellt haben aus Kostengründen. Und da ist es also sehr bemerkenswert und auch lobenswert, dass sie doch die eine oder andere große Firma weiterhin in der Kunst und in der Kultur engagiert und da Mittel zur Verfügung stellt. Höhepunkt des Abends, die Übergabe des Spendenschecks in Höhe von 100.000 Euro an die Stiftung der Deutschen Schlaganfallhilfe. Denn mit jedem geöffneten Türchen des BMW Kunst Adventskalenders wird ein wohltätiges Projekt unterstützt. Der BMW Kunst Adventskalender. Eine Verbindung von Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft im Zeichen der Nächstenliebe. Zum Schluss noch Bilder einer Kinopremiere der besonderen Art. In der BMW-Welt feierte der Hollywood-Blockbuster Mission Impossible Teil 4 sechs Tage vor dem offiziellen Kinostart Europa-Premiere. Die Schauspieler und der Regisseur begrüßten die Fans an diesem Abend persönlich am roten Teppich in der BMW-Welt. Mehr von dieser Premiere und über den actionreichen Film, in dem auch BMW-Modelle eine entscheidende Rolle spielen, erfahren Sie demnächst hier bei uns auf BMW-TV. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten BMW TV Kompakt und bleiben Sie ihr treu der Freude am Fahren.